Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro Last Light. Ich wollte gerade schon wieder Metro 2033 sagen. Und ja, in der letzten Folge sind wir ja hier hingelaufen durch die Tür. Haben natürlich wieder was vergessen zu sammeln. Wer hätte es nicht erwartet, ne? Und jetzt fehlen hier noch ein paar Gegner. So, ja, wir erledigen jetzt noch hier schnell die Gegner. Stirb! Ah! Überhitzt. So, erstmal ein bisschen Luft lassen. Das war zweideutig. Und dann volle Pulle. Irgendwo ist noch einer, sonst wäre die Musik aus. Hallo? Komm raus. Wo auch immer du steckst. Ich werde dir nicht viel tun. Wo? Ja, habe ich gar nicht gesehen. So. Ah, endlich ist wieder Ruhe. Was ist das denn? Ach, eine Rüstungsplatte. Cool. Was haben wir hier? Nichts großartig Cooles. So, das Ding ist verschlossen. Das ändert leider auch nichts dran. Hier noch ein paar Medikits. Und so. Haben wir den schon gelootet? Ja. Gut, dann machen wir... Der Sound verrät nichts Gutes. Ja gut, wir looten mal ein bisschen. Und... Dann... Schauen wir mal, was finden wir denn noch hier? Da mal das Licht ausmachen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, hä? Ein bisschen unbemerkter voranzukommen, aber ja, manchmal macht es auch einfach Spaß, mitten reinzugehen. Gut, den hatten wir schon. Hatte ich da gerade einen roten Strich gesehen? So ein Laser? Was geht denn hier ab? Hier piept. Bei dir piept wohl. Ich trau mich da nicht durch. Ich will da nicht durch. Huch. Da geht's nach unten. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Vielleicht finden wir ja was. Ja, zum Beispiel ein bisschen Filter. Okay, hier wären wir auch durchgekommen. Ich höre hier Geräusche, das gefällt mir überhaupt nicht. Und es hat sich hier gerade ein bisschen so danach angehört. Als wenn hier irgendwo was mit Strom wäre. Irgendwie, ja, ein kurzer. Ah, da möchte ich nicht unbedingt in die Nähe. Ach nee, ist einfach das Wasser, das da drauf klatscht. Ja. Ja gut. Da geht's hoch. Da geht's nicht durch. Wir haben einen Safe Point und dann geht. Ja, jetzt geht's mal wieder hoch. So. Okay. Hey. Bleib's jetzt oben. Wir haben noch die Möglichkeit, ganz nach oben zu gehen. Da schauen wir uns auch mal um. Da hatten wir ja auch jemanden umgelegt. Häng fest. Was haben wir denn da drin? Nix. So, was. Was haben wir denn da? Eine Schrotflinte mit Aufsatz. Könnten mal... Ja, wir haben ja zweimal die gleiche. Ich würde mal sagen, die tauschen wir. So. Bumm. Ah, seine Luftdruckwaffe. Ein Kack. Ja, die mag ich nicht unbedingt. So. Ja, vielleicht sind sie in diesem Game ein bisschen besser. Also, ich sag nicht, dass sie scheiße sind, aber... Oh. Ich glaube, das Ding explodiert gleich. Stell dir das mal vor. Wir haben das Ding aufgepumpt. Und ja, bis wir mal anfangen zu schießen. Ach, hier geht's auch runter. Explodiert uns das Ding in der Hand. Stell dir das mal vor.
Okay, das ist aber eher... Ist ein gutes Sniper, was wir hier haben. Um unbemerkt voranzukommen, nehmen wir mal wieder unsere schallgedämpfte Pistole. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da. Da liegt noch einer, den wir erschossen haben. Da können wir was einstellen. Das möchte ich noch nicht. Okay. Ein bisschen Radio anmachen. Ein Tabulator, neuer Eintrag. Sieht so aus, als ob Generalsekretär Moskvin von der Roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korputs Geisel ist. Der einäugige General hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten, während er mit der anderen Figur auf diesem riesigen Schachbrett versetzt. Dass die Metrophyrin ist. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche Anmaßungen und gibt sich dessen Forderungen hin, wenn er ihn doch eigentlich einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Was macht Korbut so stark? Wissen vielleicht? Ich muss mich mit Pavel treffen, er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie er weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Brüderlichkeit und über einen Staat für jedermann singen wird. Dieser Verräter. Ja, wenn ich das gut vorgelesen habe, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann werde ich es weiter so machen. Hat mir nämlich irgendwie mehr Spaß gemacht als normal. Müssen wir da durch? Ja. Unsere Lampe ist schon wieder leer. Was ist denn da drüben? Ja. So, wo ist denn die Shift-Taste? Da. Ich habe mich immer noch nicht eingewöhnt. Ist ja auch erst, wie man nach der Uhrzeit sieht, ein paar Minuten später. So, geht's da? Wow. Geht's da hoch? Da geht's durch. Sind wir hier gekommen? Nein. Da geht's nochmal nach unten. Ah ja, damit man das hier aufmachen kann. Nö. Wenn ich dir zu wenig Waffen wechsle, dann sag mir das einfach. Weil ich gehe halt momentan so, nach Lust und Laune durch. Wenn du mal irgendwie eine Waffe sehen möchtest, wie eine Schrotflinte, mit der ich die ganze Zeit durchgehe. Oder dass ich nicht die ganze Zeit, dass ich nicht die ganze Zeit anschleiche, sondern auch einfach mal volle Rotze draufgehe. Musst du mir das nur sagen, dann werde ich das tun. Ich möchte dich ja glücklich machen. Oh Gott, das klingt so scheiße. Das klingt so scheiße. So, wieso geht die Tür jetzt nicht auf? Okay, ich glaube, wir sind doch falsch. Das mit dem Radio macht mich irgendwie total nervös. Wir sind gerade gegen irgendwas gelaufen. Was sich auch bewegt hat. Ich sehe es aber nicht. Okay, dann vermute ich mal, dass wir nach oben müssen und eigentlich doch da durch. Wenn die Turbine angehalten hat. Ha. Ich wusste es doch. Oh Gott, wenn die jetzt angeht, dann waren wir mal drin. Sind wir leicht kaputt. Oh. Es war ja irgendwie klar. So, dann gucken wir doch mal ganz leise. Da unten sind schon wieder zwei. Vielleicht haben wir hier eine Leiter, mit der kämen wir nach unten. Hast du die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Klar, hab ich. Und wo hast du die Sache angekommen? Wir behalten einen Platz. Hauptsächlich auf die Oberstelle-Regale. Geht das auch etwas genauer? Überall, wo eine Leiter steht, da sind die da. Meine Schicht ist fast gut. Belästige den anderen Typen, wenn gleich kommt. Schon gut, schon gut. Ich sehe mal nach, ob noch alles da ist. Uhu, wir haben wieder was freigeschalten. Okay, wir müssen da eigentlich irgendwie hoch. Hm.
Entweder wir schleichen uns durch. Gott, oh 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 Gott. Alter, wer pfeift denn da so kacke? Alter, halt die Schnauze jetzt. Ich könnte hier schön durchschleichen. Nur da hinten geht es dann schwer rum. Ah, das war er. Das war die Nervensäge, die nicht pfeifen kann. Ah, es geht doch ganz gut. Und noch einer. Die sehen mich doch gar nicht. Aua. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Hey, wir können die mal probieren. Ist die noch voll? Fuck. 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 Kacke. Ja, die Position da oben ist etwas schlecht. Die können mich doch gar nicht sehen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Jetzt sieht man mich wieder. Das ist schlecht. Aua, aua, aua. Ah, hier kommt man doch vorbei. Gut, man kommt da hinten doch vorbei. Dann laufen wir doch da lieber rum, bevor wir uns nochmal abschlachten lassen. Okay. Boah, wo kommt der her? Bin ich erschrocken, leck mich fett. Nix gut, scheiße. Ah, nicht schon wieder. Bam, weg mit dir. Licht aus, Licht aus. So, jeder, der jetzt zu mir will, muss daher. Uh-oh. Wenn er eine Granate wirft, habe ich ein Problem. Na komm. Laden, 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 laden. Ah! Oh. Fuck. Die Arschlöcher müssen weg. Will nicht sterben. Aua. Aua, aua. Alter. Fall um. Alter, wir haben hier richtig guten Platz.
Laden, 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 los, los, los. Boah, laden, laden, laden. Kommt schon wieder einer, da kommt einer, kommt einer. Wow. Panik machen, Panik machen. Fall um. Ja, es geht doch. Von hier irgendwie ganz gut. Aua. Steht da noch jemand auf? Wieso explodieren die Dinger nicht? Erwischt. So, Ruhe. Puh, ja, es hat ja doch funktioniert. Hätte ich nicht erwartet. Lief besser als wirklich gedacht. Bin davon ausgegangen, dass wir jetzt ein paar Mal sterben. Bis es endlich mal klappt, da hinten vorbeizulaufen. Auf jeden Fall ging hier die Tür auf. Da lag noch einer. Schauen wir doch da mal rein. Kommt man nämlich normal nicht hin, wenn die nicht kommen. Ja, muss man auch nicht. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas Interessantes ist. Aber nö, leider nicht. So, was ist denn das hier eigentlich? Kann man das benutzen? Nee. Was hat denn der? Ja, brauchen wir nicht. Wir haben gute Waffen. Die passen. Oh, das Ding mal nachladen. Dann das Ding. Oh, das kann man auch mal nachladen. Das Licht machen wir wieder aus. Und das Licht aus. Auch aus. Ich glaube, von da sind... Ja, da sind auch welche rausgekommen. Fuck. Da muss ich irgendwo noch anders... Ja, haben wir schon entdeckt. Oh, da ist ein Teddy. Teddy. Teddy, ich will einen Teddy haben. Ich glaube, jeder hatte früher auch so einen Teppich, oder? Jeder, eigentlich. Oder die Eltern. Oder die Oma. Oder man selbst. Ja, je nachdem, wie alt du bist. Es ist schade, dass man, wenn man F gedrückt hält, nicht länger spielt. Das hätten sie einbauen können. So. Upsa. Licht an ist vielleicht keine gute Idee. Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist in der Nähe, da ist das MG, das Suchlicht, deine Kameraden sind um dich herum. Aber dann raschelt irgendwas in den Spinnweben. Das Geräusch lässt dein Blut gefrieren. Warum fackelt ihr die Spinnweben nicht ab? Das tun wir ständig. Aber nach wenigen Wochen haben die verdammten Biester wieder alles mit dem Zeug bedeckt. Hören wir ihn erstmal zu. Vielleicht sollten wir einfach das Tor zuschweißen und hätten das auf dem Kopf. Und was, wenn wir schnell nach Venedig müssen? Wie soll das gehen? Einen Zug durchs Territorium der Hanse nehmen? Vergiss es. Die einzige Möglichkeit ist es, diese verdammte Wache hier zu schieben. So, dann ist es vorbei mit dir und mit dir auch. Ja. So einfach geht es. Wo ist denn der hingefallen? Hallo? Ach, der steckt da noch drin. Der steckt da noch drin. Mann, 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 Mann. Ich glaube, der ist festgewachsen. So, da geht's auch nicht auf. Da müssen wir hier durch. Oh oh. Hätten wir das Ding vielleicht nehmen können? Das war keine verdammte Spinne. Was sonst? Lauf dann mir vorbei. Woher soll ich das wissen? Sah wie ein Mensch aus mit einem großen Beutel. Und als ich dahin geleuchtet habe, war da nichts. Mach dir deshalb keine Sorgen. So, ich mach nochmal hier einen schönen Cliffhanger. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich echt freuen, wenn du dann wieder einschalten würdest. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.